Und damit einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Video. Bevor das Video startet, habe ich noch eine kleine Bemerkung. Wir sind diesen Vibe auf einem Low-Pop-Server gewesen. Allerdings hatte das Ganze auch einen Grund. Wir hatten drei neue Spieler im Team. Und die möchte ich euch noch kurz vorstellen. Zum ersten hätten wir hier Junior. Junior hat um die 60 Stunden Rust-Erfahrung und wir mussten ihm erstmal die ganzen Grundlagen beibringen. Zum zweiten ist hier Jan. Jan hat auch ähnlich 60 Stunden Spielzeit und auch hier hatte es noch einiges an Erfahrungsbedarf. Und als letztes haben wir noch Joel ins Team bekommen. Mit seinen 600 Stunden sind die Basics auf jeden Fall vorhanden und Basebuilding war auf jeden Fall eine seiner Spezialitäten. So, nun geht's aber rein ins Video. Also, don't judge the pop, enjoy the plays. Damit einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, zu einem neuen kleinen Rust-Abenteuer. Und zwar heute gehen wir auf einen No-Pop-Server. Oder ich hoffe, es wird noch ein bisschen mehr. Weil wir ein paar Neulinge dabei haben und ihnen mal die Grundlagen von Rust zeigen wollen. Ich nehme das einfach mal nebenher mit auf. Keine Ahnung, vielleicht ergibt sich das ein oder andere. Und ihr seht das dann irgendwann auf YouTube. Sonst nochmal die Erinnerung, Freunde, ich streame mittlerweile auf Twitch. Also wer Bock hat, sich das zu gönnen, einfach mal unten die Videobeschreibung abchecken und mal dabei sein. Aber jetzt gehe ich mal rein zu den Jungs und Mädels. Hallo, ich bin da. Nein, ich bin so doof. Legen wir los. Ich bin O17. Wir sind Bandit. O17? Scheiße, ich habe mein Pferd einfach unten lassen. Ist das weg? Wir haben jetzt auch mal auf dem Weg zu Bandit. Ich würde da auch irgendwo bauen, das sind gute Monumente. Ja, dort baut halt einfach dort ein Starter irgendwie so N11. Wir brauchen doch Monumente. Wir haben keine Prints, gar nichts. N11. Nachdem wir uns also für einen Bauspot entschieden hatten und ich als letzter auch dazu kam, vollendeten wir die Base. Ihr merkt es vielleicht, gerade am Anfang aus meiner Stimme, ich hatte auf diesen Server nicht so Lust. Das hat folgende Gründe. Ich bin ein reiner Vanilla-Player. Ich mag es einfach nicht, wenn Sachen zu sehr gemoddet sind. Wie hier Stackgröße und wir sind der Meinung teilweise der Loot aus den Barrels. Des Weiteren war mir auf den ersten Blick ein bisschen zu wenig los. Da sollte ich aber allerdings eines Besseren belehrt werden. Denn an Action hatte dieser Vibe einiges zu bieten. Aber dazu später. Wir kamen also bei der Base an, vollendeten diese und schon ging die Party los. Auf zu Dome. Wir brauchten so gut wie alle Prints, also musste Scrap ran. Komm's. Und alles, was man so braucht. Ihr kennt's ja mittlerweile. Aufpassen. Ach Gott. War doch gerade. Hä? Oh, jetzt gleich wird's spannend. Ich muss gerade sagen, da ist gerade ein Schneehäsi hoch. So. Fehlt ein Mini über Kugeltank, hast du gesehen? Ja, die fighten da mit dem Schneehäsi. Und dachte, ich kann abstauben. Nee, sie geht vorne runter. Hit. Sehe nicht, wo ist er genau? Vor mir, vor mir. Bei dem Silo. Er ist an der Straße und der Mini fliegt die ganze Zeit über ihm. Haben wir nochmal Hit? Er hat Revy. Er hat Revy, okay, dann weiß ich, welche Richtung wenigstens. Er ist an dem Auto. Ah, ich sehe ihn. Nee, das bist du. Er hat Schneehäsi. Ich glaube, er ist weiter. Nee, er schießt jetzt auf mich. Er ist hinter dem Lastwagen mit der Kiste drauf. Direkt an der Straße. Headshot dead. Nice. Oh, er ist full. Wir müssen das sofort in die Base bringen. Gleich kommt der Ding an. Du hast doch alles. Genau das. Genau unten an der Base. Hast du ihn? Nee, nee. Er hat mich, aber egal, ich hatte nichts.
Scheiße, haben wir nicht getroffen. Ach, du bist voll. Ja, ich bin Headshot. Wahrscheinlich. Kommst du nochmal, Evi? Ja, ich hab kein Bag in der Base, ich lauf. Ich muss nochmal rein, mir eine Waffe holen, dann komm ich. Alles so fucking open field. Da dead. Der zweite kommt. Win one! Ah nein! Ach komm schon! Er kann eh nicht alles nehmen. Hörin? Wo? Da kommt Naked, bist du? Nee, ich bin nicht Naked. Oh, er lootet, Evi. Wo? Hier! Revy? Kommst das du? Das bist du, oder? Ja. Er kann noch nicht weit sein. Ich hab keine Pfeile, sind da Pfeile? Hier liegt die Star, ich hau ab. Easy Star. Das war für uns ein wirklich sehr, sehr großer Gewinn. Denn wir hatten keine Prints und eine Star ist billig und eine verdammt gute Allrounder-Knarre. Nachdem wir also diese zurück zur Base brachten, wollten wir natürlich ziemlich schnell unseren Scrap-Vorrat ein bisschen aufstocken. Also, wir suchten mir mal noch ein, zwei unserer Nachbarbasen. Freundlich, hallo. Ich bin freundlich, bitte nicht töten, bitte nicht töten. Und hatten noch ein bisschen PvP an Dome. Das ging allerdings nicht so gut aus. Ich seh's. Und immer wieder tauchte ein Name auf. Käse Mike. Wir vermuteten, dass sie in der Nähe wohnen mussten. Und sie wurden in diesem Zeitpunkt zu unseren größten Feinden. Ist er gedippt? Grob umlaufen, weil der Bot ist zwischen. Nein, der ist da. Hä, wieso schieße ich nicht? Die Schusstaste hängt! Er sieht durch. Ist weiter nach hinten. Aber das war er nicht. Wo ist der Saar-Typi? Ja. Das ist so scheiße, ich bin so one. Ja, die haben mich gepusht. Während den Fights verlor ich leider auch unsere Custom, welche wir kurz zuvor aus einem Loot-Drop hatten. Das war ein kleiner Verlust, denn Custom research ich eh nie. Bin kein großer Fan von der Knarre. Allerdings gab es in dem Loot Drop auch noch eine Tommy. Die wiederum research ich sehr gerne. Die sind auch schlecht gerade. Aber ihn glaube ich dead. Oder hard low. Oh, es sind drei. Wie nochmal Hit. Es gibt's doch nicht. Wieso sterben die auch nicht? Das ist der Wahnsinn. Das Ganze ging dann etwas hin und her. Bis zu dieser Situation. Was denn, Robins? Ich hab ne Summit. Müssen jetzt mal ein paar Plays machen. Komm mir einer, Evi. Ich muss noch werden. Er spawnt, Evi. Komm mir auf der Straße. Boah, ich bin heute so shit. Er hat gutes Kit an. Lila Kid. Ich hab keine Ahnung, wohin ist. Ja. Ja, weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts. Weiter. Geh mal. Hinter uns, hinter uns. Er laggt. Willst du dich verarschen, wie er laggt? Hier pennt einer. Sein Kollege pennt hier mit einer Bolt. Er ist ausgelockt. Hab ihn nochmal Hit? Oh, guck, hier ist ein Kollege. Ja, loot ihn. Ausgelockt aus Versehen. Hat eine Bolt. Oh, let's go. Lass die pawn.
Hä? Lebt der noch? Nee, der. Ah, hier, hier, hier. P5. Rotzenkit. Das war genau der Play, den wir brauchten. Auch für die Motivation. Kurz darauf schloss ich Trell noch an. Hier ein bisschen Schleichwerbung. Wir lernten uns auf meinem Discord kennen. Und wir wollten diesen Vibe mal austesten, wie wir denn alle harmonieren. Also, Link in der Videobeschreibung. Gut, back to story. Nachdem er sich also uns anschloss, hörten wir in der Ferne Boom. Bradley, Boom. Wir beschlossen kurzerhand, unsere neuen Kits zu nehmen und das Ganze zu countern. Also ich denke, wir werden zur letzten Kiste ankommen. Größte Level maximal. Ja. Also die ersten werden gleich ausgehen. Mhm. Obwohl, na, das dauert noch kurz, glaube ich. Ja, wir sollten schon schaffen, alles gut. Bei mir läuft schon Kit. Gegner? Ja, ja, ja. Er läuft gerade den Hügel runter. Wo ist Kit? Nein, drei Mann. Ich bin auch ein bisschen countern. Weiter hinter dir. Ich bin ein bisschen weiter hinter dir. Ja, die gehen auch countern. Die gehen gerade den Hügel runter. Wir sollten mal ein bisschen den Hügel runter gehen, genau. Ja, die sollen mal ein bisschen Action machen da. Lass die Action machen und wir holen dann die Counter von den Countern. Also wir countern die Counter. Meinst du? Das kriegen wir hin. Den Counter. Ich könnte sie jetzt beamen. Wenn du es hinbekommst. Ich brauche noch... Einer dead. Schön. Einer ist weiter rechts in den Wald rein, den habe ich nicht mehr bekommen. Okay. Ich bin über der an der Base. Er ist rechts auf 60, hinter den Hügel rum. Rechts auf 60? Ja, da ist unten an der Felsspalte ist er so durch. Ich loot den kurz. Tommy? Oh, ich bin ausgeblutet. Miese Brise. Okay, das lief wesentlich schlechter wie erwartet. Hier mussten wir unsere Loose leider eingestehen. Das lief schlecht. Aber davon ließen wir uns nicht unterkriegen. Da wir jetzt eine so große Gruppe hatten, wollten wir auf jeden Fall einen neuen Bauspot suchen. Dort war eine External-Erweiterung sowie Honeycomb echt ein Problem. Also scouteten wir die Umgebung. Nahmen noch die Crate an Power mit. AK, please. Ist offen. Und macht uns an den neuen Building Spot. Ein IC. Hoch erhoben. Über Kanalisationszweig und Power war das Ziel. Mega Spot. Und wir begannen direkt mit dem Base. Ich hab gerade einen Sleeping Bag kaputt gemacht. Ah, der Spot ist schön. Ja, eben. Erstens das und zweitens kannst du das nicht wirklich nachfahren von der LA, weil es ist so wie bei der Tommy, weißt du? So die ein bisschen LA links. Ist eigentlich fast gerade runter. Ja, es ist so ein bisschen links-rechts. Also ich habe mit der LA seitdem keine guten Erfahrungen mehr gemacht und alle, die LA gespielt haben oder spielen, ja, siehst du kaum noch das Ding. Muss mal aufpassen. Ja. Früher ist jeder zweite damit rumgerannt. Naja. Aber jetzt siehst du es nicht mehr. Ich habe Besuch. Ja, so, zwei Mann. Ja. Brauchst du Hilfe mit Waffen? Ich weiß es nicht, die sind über mir, ich höre sie. Komm auch gleich, ich muss noch schnell Herd ausschalten. Das. Ich glaube, die sind zum Jump-Up. Ach, so ein Parkour in der Mitte? Ja, Richtung, aber ich habe den... Nein, die kommen hoch zu euch, die drei Mann! Vier Full-Kids, Richtung Base! Berg hoch! Ja, ich geh wieder rein. Drin. Ja, ja, mach zu. Die sind... Oh, ey. Ja, ich seh's. Oh ja, ich lauf grad von der Base weg. Die sehen mich alle. Ja, die aimen ab. Oh, die Bolten? Ja, auf mich. Oh mein Gott, war die Base! Oh mein Gott! Kann ich nicht hören? Ja, die wissen, dass wir da wohnen. Oh mein Gott. Naja, die haben mich nicht rausgesehen. Ich bin nur vorbeigelaufen. Ich weiß, wo die wohnen. Die haben unseren Heli genommen. Oh, fuck, ja, hier doch. Scheiß drauf. Sollen sie doch. Wait, war da noch Treibstoff drin? Ja, ich hab's drin gelassen, nicht toll. Alles gut. Scheiße. Naja, wir sind eh underrot. Ja, einer hebt ab, aber er fliegt noch drüber, ich seh's. Oh ja. Der hatte Hellemigan, also das LMG plus eine Thompson. Weiter links, ist glaube ich Richtung Dome. Also ich weiß nicht, ob die noch vor der Base sind, ne? Kann ich euch nicht trauen. Die sind nach T8, in Richtung T8 gegangen. Ja, runter. Also es waren vier Full-Gekittete.
Drei sind an mir vorbeigelaufen, also sind halt in meine Richtung gelaufen und dann haben sie mich gesehen, als ich da komm bloß bin. Raus, weißt du, und ich sehe nur die vier Mann da hochrennen, denk mal, oh fuck! Ich dachte mir noch so, ah, zwei Leute sind hier. Ich so, soll ich kommen, vielleicht mit Waffe, dann können wir die Feld. Mit Base hoch! Soll ich. Oh, die gehen rain. Die gehen rain. Oh mein Gott. Leckt mich doch am Arsch. Ja, ich geh mal gucken, ob da überhaupt noch Action ist, weil. Wo überhaupt ist das hier? Der Mini kommt wieder, der Mini kommt wieder. Wollen wir den rausbeamen? Oh, kommt raus, ja. Oh. Driver dead. Nee, doch nicht, der andere ist dead. Nee, doch keiner. Gehittet, nochmal gehittet. Nochmal. Oh, scheiße. Fuck. Hast du den anderen gehittet oder down? Ich weiß nicht, ich hab voll reingehalten, aber ich dachte, er ist rausgefallen. Es sah so aus. Er landet wieder. Oh, die wissen jetzt, dass wir es waren. Ja, safe. Oh, bye-bye, Base. Bye-bye. Wir sollten nur noch Metall upgraden, wenn wir noch was haben. TC ist geupgradet. Die sind am Eis hier drüben am Raiden. Ja, können die ihn ein bisschen ablenken, dann flanke ich ihn. Er sieht mich. Bin dead. Ich bring die Bolt. Wer kommt mit dem Pferd von hinten? Ich nicht. Keiner von uns. Nein, da kommt einer mit dem Pferd gerade den Hügel runter. Naked. Von hinten? Hast du. Wolltest du den gekillt, Ivy? Hier oben. Warte, ich schau nochmal, ob er noch da liegt. Soll ich versuchen, naked hinzurennen? Ja, klar, komm wieder. Vielleicht geht was. Also, ich lass mich mal gucken, ob ich looten kann, naked vielleicht. Oh, die Raiden. Headshot. Links von euch auf. Q7 mittig bin ich gestorben, ne? Ja, das sind zwei irgendwie. Ich check's nicht. Ich hab keinen. Zwei oder drei? Ich hab einen HP, das bringt's gar nicht. Ich glaube, ich dreh um. Hier konnten wir nicht mehr viel machen. Die Raider hatten bereits die Base besetzt. Und einige Counter machten uns das Leben echt zur Hölle. Wir wurden einfach outgeared und outnumbered. Aber wir lernten die zweite wichtige Gruppe dieses Swipes kennen. LNR. Er baute seine Base direkt neben uns, am benachbarten Eissee. Wir sammelten also die Überreste ein. Der ist dead, der ist dead, der ist dead, der ist dead. Aber, zweiter dead. Boah, let's go. Und gingen zurück zur Base. Denn unsere Base war noch nicht wirklich standhaft. Wir hatten bis jetzt erst Holztüren und auch gerade mal den ersten Bunker fertig. Ich machte mich an Comms. Und die Crate kam erneut auf Power. Oh, ich hab einen Airdrop gefunden. Hä? Ein Airdrop. Oh, eine Millikiste. Ja. Ach so, ein Airdrop. Oh. Ich dachte gerade da. Oh, schick. Ich krieg Besuch. 280 kommt was rein auf Power. Oh, warte mal, steig der hier. Warte mal, hab ich ihn gerade gesehen? Ja, ich steig ihn. Der ist hier vor dir. Warte. Ich hab gleich einen cleanen Headshot. Ab zwei, drei. Hits, mehr. Drei. Kommt noch einer. Der hat einen Hit. Scheiße, ich habe ihn nicht gut getroffen. Wo ist der? An der Tür. Zwischen uns. Der ist unter dir. Der zweite ist dead. Das sind die anderen Jungs, das sind mehr. Vorsicht. Der Beine ist hier in der Garage drin. Ich hau ab, ich hab die Crate, ich hab alles, ich hab mehrere Waffen. Ja, ich hab nicht alle mitnehmen können, da lag auch noch eine Tommy am Boden. Ernsthaft? Ja, ich hab sie nicht nehmen können. Ich wollte zu euch kommen, aber dann sagt ihr, geht heim. Jetzt war's AK! Klack, ja, ist doch wurscht. Ey, was will ich mit der AK daheim, wenn ich sie dort brauch? Ja, ich denk mal, seine Mates werden jetzt angerückt kommen. Das ist ein Vierer-Squad. Das ist ja, der Squad. Direkt unter dir, Hezzy. Ich bin da. Kommst du, wo bist du hinter mir? Hier rechts. Genau, wenn du da rumgehst, geradeaus links müsste der sein. Hinter euch kommt nochmal Hessi. Wo? Zwei Hessis. Ja. Beide gut hit. Die slacken. Nee, das sind zu viert, Leute. Ich hab keine Muni. Einer hat drei Hit. Dreier Hit auf dem schwarzen Berg. Ja. Bei den Schießkörpern werden es ganz viele Leute. Zwei dead. Dritter Headshot.
Noch ein Hit. Zwei Hits nochmal. Nice. Einer ist der hinten bei den Schießen. Hä, sie hat Doppelhit. Ist hier drin noch einer? Ist hier drin jetzt auch einer? Ich weiß halt nicht, wo der Hazy ist. Oh, der ist hier in dem Gang drin oben. Ah, fuck, in dem Gang ist der Letzte. Der Letzte ist gerade, und die anderen liegen alle an diesem Kohlehaufen. Ja, ich spring da jetzt runter, ich hol mir mal was von denen. Ja, der andere ist da oben im Gang, der würde ich hart abaimen. Da muss sau aufpassen, der hat richtig guten Peaks drauf. Wir müssen den aus dem Gang rausbringen, aber ich habe nichts Automatisches. Keine Ahnung, da liegen keine Waffen, ich bin full in. Oder die eingesammelt ist abgehauen, oder was? Kann auch sein. Ich dachte, nein, der ist hier. Ja, ich komme. Achso, schön. Dann hol ihn dir. Pass auf, vielleicht ist irgendwo noch einer, weil... Dann bleib ich jetzt kurz. Ich bleib jetzt hier mit dir. Ich schau die U-Bahn runter. Ja, du brauchst doch Heal, ne? Nimm dir. Nimm dir. Ich hab. Hier liegen zwei Tommys. Einer ist noch übrig. Ich hab drei Tommys im Impf. Dann los, dann weg hier. Oh mein Gott, ich bin ja nur am Laufen. Ja, ich bin dran. Willst du nicht? Wir können auch gerne hier bleiben mit den Sachen. Ich komme immer töd, welche gehe wieder was. Oder bin tot, muss wieder kommen. Schau mal, geht ihr zurück, weil ich würde gerne noch meinen Body looten. Ja, mein Inventar ist voll. Ich habe nur zwei Slots. Mehr kann ich nicht. Achso, Ewi? Und schmeißt ja, hier, schmeißt raus. Nimm die beiden, komm. Oder warte mal. Oder hier, schau mal, das hätte ich noch, wenn ihr zurückgeht. Genau. Aber er hat meine Saga nicht einstecken gehabt, das war ein bisschen wild. Weil eigentlich hätte ich die droppen müssen. Ist sie runtergefallen? Nee, ne? Weiß nicht. Ich glaube, er ist runtergefallen, weil er... Nee, die liegt hier noch. Lol. Lol. Dreimal gehittet, dann hatte ich den mit dem Wolfskopf viermal gehittet. Dann war der... Ich habe noch eine Tommy. Oh, ernsthaft? Ja. Starke Leistung. Richtig geil, Leute. Hier ist noch ein Bag. Warte, ich check den mal. Hier muss noch mal jemand herkommen. Ich kann gar nicht allein packen. Wirklich. Ja, ich schmeiß jetzt einfach hier rein. Ich schmeiß das in die... Hier ist noch eine Tommy! Ich schmeiß das hier ab. Ja, schmeiß rein, ich sortier's. Ich hab's jetzt also nur zwei Bodies. Oh, noch eine Tommy! Wo? Hier, yeah, überall! Ihr habt drei Tommys jetzt im Impf. Gibst du, Server-Admin. Du cheatest. Nach diesem für uns verdammt gut ausgegangenen Fight stand erstmal Base-Building auf dem Programm. Wir mussten einiges wieder ranholen. Denn unsere Kisten waren leer. Nicht. Also machten wir uns auf Scrap, ja, Farm und alles Mögliche. Zwischendrin probieren wir das Cargo. Boah, ich bin ja, ich werde auch gerade gebeamt. Ich werde gerade gebeamt. Schaust du es drauf? Probier's. Fuck, hab's nicht geschafft, mein Dad. Allerdings ging das nicht so gut für uns aus. Ja, er hackt. Und anschließend wurden wir noch zweimal von dem Hacker gekillt. Ja. Wirklich, er hackt. Safe bleibt drin. Okay. Hat keinen Wert. Weil das könnte hier unser T13-Typ sein. Hier im Auto. Weiß ich nicht, ich sehe sie nicht mehr. Die sind direkt hier bei mir an der Crate. Sind die? Ja. Okay, viele? Ich komme. Großes Auto, kleines Auto. Wisst ihr es? Knobi, das musst du sagen. Großes Auto, kleines Auto. Ah. Ist hinten ein Wohnmobil auf Ding dran? Nee. Okay, alles gut. Ja, dann müssen wir es bloß anmelden. Ist da einer draußen oder im Auto bloß? Ist einer ausgeschieden? Nee, nicht, dass ich wüsste. Nee, da kannst du nicht rausschießen. Oh. Will ich tot fahren? Warte mal, kannst du deinen Rücken nicht sehen? Warte mal. Nee, kannst du nicht. Nee. Deswegen. Zwei Leute. Ich glaube nicht, dass sie rausjumpen. Lass sie nicht überfahren. Pass auf nicht. Du kannst nicht reinschießen. Das ist so scharf. Ja, hat gerade eben. Kann man den Arm nicht treffen? Kann gar nichts. Der rechte hat auf jeden Fall. Ausgestiegen, glaube ich. Ja. Headshot hit. Er wird wieder einsteigen. Ja, nein, noch nicht, nein. Und links. Sag ich doch, so scarf, Alter. Jetzt steigt der andere vielleicht aus. Er nimmt sein Stack. Wie dumm ist das wieder? Dummes Spiel. Ja, gehört dazu. Du brauchst ja ewig, um das Ding kaputt zu machen.
halt alles mit dazu. Vergesst die Crepe nicht. Und dann räumt ihr hier ab. Das ist. Okay. Ja, ach, so Hitmarker, aber es tut halt nichts. Er ist wieder ausgestiegen. Ja. Dann wartet, dann beamen wir ihn alle zusammen. 3, 2, warte. Hit. Oha! Ja, voll gut. Der hab ich noch einen. Schön. Der andere kann nicht aussteigen. Ich renn hin, ich hol mir den Loot. Ich einmal ab. 2 Minuten noch. Down. Finished. Old. Da. Ja. Also auch seine Freunde, wenn von oben kommen. Wir müssen ja. Haben wir Schlüssel? Haben wir Autoschlüssel bekommen? Nee, ne? Nein, gib nicht das jetzt mit Code Lock. Lootet sie und weg. Nicht dranbleiben, nicht dranbleiben. Ja, genau, das habe ich mir gedacht. Ja. Ich hab ihn Headshot hit. Ich hab ihn Headshot hin. Ich spawn in der Base, ich komm von hinten. Ich bin unten. Ja, die haben halt nur Zeit geschindet. Ja. Ich sag dir doch, wir müssen hier sofort weg. Ja, LNR kommt. Ja, der hat mich. Ich komm von hinten. Also werde ich gleich auch tot. Ihr könnt versuchen, außenrum irgendwie. Soll ich die Trade stehen lassen, oder? Nein! Nein. Nimm die mit. Ja, wird doch noch sein, oder? Minute ja. Noch. Ich sehe nicht mehr, seht ihr ihn? Ich hatte den Headshot hit, der hat sich erstmal hier zurückgezogen. Ja, er läuft oben lang. Oben drüber. Das bin ich. Achso. Dann unter dir war er. Warte mal, wenn du. Und an den Stein war er. Ich glaube, er ist weg. Ich sehe sie nicht, sonst hätte ich. Ja. Mein Kit. Ah, ich bin wounded. Ja, genau, das habe ich befürchtet. Er ist wieder oben auf dem Berg. Ja, er ist wieder oben auf dem Berg. Warte, ich komm. Pass mal auf. Yeah. Der ist über dir, oder? Sven? Wir sehen. Rechts, ja. 2. An den Steinen über euch. Ich habe die ganzen Waffen, ne? Haben wir eine Boot? Ach, du hast meine Sachen? Ja, ich habe meine Sachen genommen. Ja, vielleicht krieg ich wir haben eine. Einer ist naked, er hat mich gekonnt. Er ist dead. Ja, du hast ihn noch. Ja, aber der andere. Hab den gefinished. Schön. Schön. Geh du weg, du hast doch die ganzen Waffen, dann renn. Ich. Du geile Sau. Wir werden. Passt hier oben auf. Ist das Auto schon gelootet? Ist mein Body gelootet? Hatte irgendwer mein Body gelootet? Ja, nein? Ich glaube ja. Ich hab's nicht geschafft reinzukommen. Dann hol ich's. Alles gut. Ja, ich bin voll. Den restlichen Abend lief eigentlich nicht mehr viel, bis auf Farmen und Comms ranholen. Ich erklärte Junior noch ein paar Basics und wir machten den Heli. Dann gingen wir noch Heli countern. Ich mach Headshot. Headshot hit. Er hat einen Headshot. Ja, er war rechts vor mir, er hat rechts gecampt. Bin dead. Olli, pass auf, nein. Ich weiß. Ich sehe den vor mir. Aber ich bin hit. Bin wieder hit. Vor mir hat hit. Treff mich nicht. Ich sag mir, ich kann wollen. Ich bin fast dead. Ja, ich weiß nicht, gesprayed. Ich konnte meine AK leider nicht looten. Was? Lebst du noch? Nee, ne? Ja, ich leb noch. Es ist nur noch der unten, die Kisten liegen alle noch. Oh, zwei rechts, 130 sneaken sich zwei an. Vorsicht. Ja. Ich hab keine Saar. Sag mir, wenn du die auf dem Dach ein bisschen ablenkst, dann probier ich nochmal. Die haben einen gekillt. Ja, ich kann die am Dach. Ich kann die nicht wollen. LLR ist auch noch da. Ja. Ich komm nicht voran, ich hab keine Spritzen mehr. 2 AP, let's go. Ich hab noch 3 Spritzen auf Tisch. Vielleicht schafft's jemand zum Heli. Aber ihr müsst halt für. Muss ich warten. Ich hab einen Hit noch, ich verloren. Passt schon. Ist gut. Er hat mich voll im Blick. Sag mir, wenn du ihn hittest. Sag mir genau, wenn du ihn hittest. Warte.
Er schießt auf mich, nicht auf dich. Ja, es sind zwei. Kann hier nicht im Rollen, Digga. Ich bin mal mega von zurück. Hinter mir, Tommy! Er ist wieder dort am. Er ist an der Crate, er ist an den Crates. Er läuft. Da hinten. Warte. Boah, er trifft mich Headshot. Ich hab rausgetappt. Ein Hessi down, hab einen. Hinter mir! Ja. Mal gepusht. Hässlich gepusht. Kannst du mich ab, ey, ein bisschen? Nur ein bisschen. Der Sniper aimt mich ab, geht nicht. Ja, ich seh ihn, er läuft weg. Wer ist der? Gigi, hab's gesehen. Hat zwei Verbände. Neben dir, von links. Da sein. Ja, ich seh ihn. Ist dead, glaube ich. I'm not sure. Nein. Ich glaub nicht. Doch, dead. Gut, ich push links rum. Also ich gehe links rum. Sollen wir noch ein paar Kids rausbringen? Ja, das wäre der Ziel. Hab den Hit, den Snipe. Schön. Dann hielt er sich kurz. Ja, ich gehe kurz den anderen looten. Ich bin da schon. Achso, ja, achso, ja, sorry, sorry. Habt ihr oben alles abgesucht? Weil die haben uns die AKs alle reingetragen, oder? Ja, ich habe auch. Da liegen noch auf dem Packs. Ich habe nur noch eine Semi gefunden. Oh, das Pommy. Könnte meine gewesen sein. Pommy, das war's. Keine Heals, keine gar nichts. Er ist wieder oben, pass auf. Ich bin Headshot dead. Und das war's mit Tag 1. Bevor ich aber Tag 1 beende, möchte ich gerne eine neue Tradition einführen. Und zwar, lasst uns den ersten Tag nochmal kurz rewinden. Wir kamen also auf den Server, einen Low-Pop-Server, um Junior und Jan ein bisschen das Spiel beizubringen. Wir lernten unsere ersten Feinde kennen, die Käsekuchentruppe, so wie ich sie gerne nenne. Sie wipten uns ein paar Mal an Dome, nachdem wir noch keine Waffen hatten. Aber als wir Waffen hatten und auch equipped, konnten wir sie immer wieder an der Crate wipen. Das war ein wirklich gutes Gefühl. Die zweite Gruppe, die wir bis jetzt kennenlernten, war LNR und seine Heinzelmännchen. Wir waren leider unerfolgreich beim Raid-Counter, konnten ihnen allerdings dann eine AK sneaken, nachdem sie mit dem Auto bei der Crate ein bisschen für Randale gesorgt hatten. Unsere Base war auch schon langsam auf einem sehr, sehr guten Weg und unsere Kisten waren endlich wieder voll. Deswegen erwarteten wir keinen Offline, schlossen unseren Bunker und lockten uns für diesen Tag aus. Tag 2. Und wie beginnt sich der Tag besser als mit der Käsekuchentruppe, um die Crate zu fighten? Nach diesem kleinen Warm-up passierte lange Zeit nichts mehr, denn jetzt war der Server wirklich komplett am Sterben. Gefühlt waren noch drei Teams, mit uns vier auf dem Server.
aber die Action sollte trotz alledem nicht abreißen. Denn eine neue Gruppe tauchte auf und versuchte Käsekuchen und sein Team zu raiden. Das ließen wir uns nicht entgehen. Direkt hin. Die letzte Action auf diesem halbtoten Server wollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Ist hier kein Boom? Ja, ich sehe aber auch niemanden. Der ist schon wieder over irgendwie gefühlt. Das ist Scrappy. Das ist offen. Links, das sind die. Ja, und da ist offen, M2. Er ist... Nee. Du brauchst jetzt eine Bowl, Digga. Du könntest ihn so in den Rücken ballern. Ich gehe über die Steine rechts. Ich hab da mal die besten Karten. Danke, ich links rum. Da kommt noch ein Mini. Die sehen mich gerade, aber ich hab die eine Mini. Nee, die gucken mich nicht. Einer ist voll dead, einer dead. Oder Knock, zumindest Knock. Fuck, ich hab voll veraimt. Nee, vorne wieder. Oh, die haben full heavy an. Aber der müsste voll schnell erfrieren. Der ist nicht auf Schnee. Der lootet ihn. Headshot. Den Full Heavy? Nein, nicht Full Heavy. Der hat nichts gebracht. So ein Gekitter da. Keine Ahnung, ob ich ihn hab. Ein Headshot. Schön. Kannst du mir helfen? Die pushen mich gleich zu dritt. Ja, ich schleich dich gerade. Ich glaube, ich habe einen Dead. Ich push das Heavy Kit. Digga, ich spiel Full Heavy Kids. Boah. Eine Outside. Wo? Dead. Ich hol mir, halt den Eingang. Und zweite Hälfte raus, Evi, bei dir. Heavy hat gut Hits. Achtung, der pusht mich vielleicht. Habt ihr ihn? Ich finishe den. Ja, finish. Stein an mir. Geh den looten. Hab einen good hit. Wenn jemand the wall, Leute. Naked oder was? Mach das, ich loote. Mein Hit, der ist mit dem Heavy Set da drin. Ein good hit. Hast du AK? Nein, spiel, die sitzen am Eingang. Komm zurück. Hä? Komm zurück. Hab einen Full Dead. Hinter mir, bist du da down. Rechte Seite von der Base. Könnt ihr hier spawnen? Es ist noch einer mit Heavy Full Set drin. Ich nicht, ich laufe aber naked von etwas weiter weg. Ach komm, Digga. Der hat mein Kick. Ich bin dead. Ja. Ich auch. Hier gab es nicht mehr viel zu holen. Nichtsdestotrotz sind wir mit einem gewaltigen Plus raus. Denn wir haben noch einige Bodies looten können, die mehr wie eine Reihe AKs hatten. Das war sehr, sehr gut, denn wir selbst hatten eigentlich ziemlich wenige. Nach der Aktion wollten wir die Jungs ein bisschen baiten. Und Evi hat das so ihre eigene Art, das zu tun. Ja, da stehen zwei Basen. Keine Ahnung, welches von ihnen ist. Ein dickes Ding Full Metal. Bei H5 oben steht eine Base, ist von außen schon ein bisschen aus HQM. Da brennen die Öfen. Da steht der Scrappy davor. Warte mal, wo bist du? Ah, H5. Oh mein Gott, wenn ich jetzt Dings hätte, Fuel. Oh, so schnell. Ist gecrashed? Fliegt weg gerade. Land den mal bei T13, dann sieht's aus, als hätten die den geklaut. Ich glaube, so weit kommst du gar nicht. Du hast doch 8 Fuel oder so, oder? 18 Fuel habe ich. Da kommst du nicht weit, ich stürz gleich ab. Stürz ab! Ja. Leute, ich hab's überlebt! Dann wissen sie nicht, welche Leiche das... Der Scrappy lebt noch! Der Scrappy lebt noch! Ich geh noch! Der Scrappy lebt noch, wie es abgeht! Der Scrappy lebt noch! Wie viel Leben hat denn der noch? Geh mal kaputt hier! Geh mal kaputt! Wie sehe ich, wie viel Leben der noch hat? Nee. Bin drin hocken. Reinspringen. Jetzt echt extra nochmal Fuel irgendwo finden.
Die denken, O7 hat die gecountert. Die denken, O7 sind wir. Achso, ja, dann ist ganz gut. Habt ihr gerade Boom gemacht? Hä? Okay, bei uns an der Base in der Nähe hat's Boom gemacht. Sieben, ihr meint O. Ah, vielleicht wird der Eise geradet jetzt. Wollen wir einen hier lassen und wir fahren mit dem RIP los? Ja, geht doch. Und dann springt Ivy einfach, dann gib ich uns einen. Hier kommt eh keiner mehr. Boah, die boomen aber noch, also wir haben da noch. Ja, die nächste ist so scheißegal. Ich sagte, die haben über 100 Rockets in der Base liegen. Ich dachte, die anderen hatten auch bestimmt gut Stuff. Die waren auch übelst die Farmer. Die haben ja schon geschrieben, so kraft jetzt genug. Oh, die sind Mid-Raid-Base. Mid-Raid-Base diesmal. Einer ist on the roof schon. Oh, das ist eklig. Den müsstest du mit der Bolt machen. Ich versuch's. Headshot ist aber nicht gleich down, oder? Nee, wenn der hat Full Metal. Oh ja, nee. Ich gehe zur Raid-Base. Da haben wir mehr bessere Karten, aber ich glaube, die haben kein Turret aufgestellt. Nur einen Kasten. Aber ja, diesmal mit Betten und so. Kasten mit Betten halt. Ich glaube, der hat mich gesehen, oder? Siehst du ihn? Wen auf dem Dach? Ich bin noch nicht da. So, pass auf, der aimt, glaube ich, in die Richtung schon. Einer on roof, on roof, on roof wieder. Kannst du den wieder runterholen? Ja, oh, MLS-Schlag. Oh. Hä, dann stirbt der doch vielleicht. Hä? Keiner. Mini kommt rein. Sven, ich kann dir gerade nicht helfen. Mini landet hinter uns. Wie hinter uns? Scheiße. Hinter uns, der fliegt da rum. Boah, was für ein Hit, Alter. Headshot. Ja, ich war hier geboltet, Freunde. Ich sitze hier fest. Uns. Hinter uns naked. IC4? Ja, 2. Kümmer du dich um den hinter uns, ihr Kitzes. Okay. Nevermind. Emboltet aus der Base raus. Ich. Ja, ja. Aber nimm dir ein gutes Kit mit, Ewi. Sonst überlebst du es hier nicht lang. Aber er ist auf deiner Seite offen, ne? Ja, ja. Da hockt auch einer in der Raid Base. Ich will die Raid Base aufsprengen. Das wäre witzig. Von der Seite? Der hat Headshot Hit bei euch. Zwischen uns, zwischen uns, zwischen uns. Könnt ihr rotieren? Ich sitze hier fest. Rechts, warte, warte, warte. Ja, ich war, ja, absolut. Hit, hit, hit. Double Hit. Ich hab oben den gedouble hittet. Eines ist dead. Noch einer down, down, down. Der von der Seite kam. Ich hab den aus der Red Base. Ich hab einen, der von der Seite kam, gedownt. Wunderschön, das war genau das, was ich wollte. Perfekt. Ich hab den an der Red Base. Ich hab ganz viele Walls, wenn du brauchst. Ja, warum los das scheiß C4 und dann sprengen wir das scheiß Ding auf das Ding. Was? Schön. Oh, Ecke. On me. Ich hab keine Munition. Ich bin dead, full dead. Komm wieder. Hast du ein Back hier? Ja, ich hab gleich da um die Ecke ein Back. Ihr müsst ihn nur legen. Ihr müsst ihn nur legen. Wenn du schaffst, zu mir. Oder ich bin bei dir auch. Muss mir auch gehen. Alles. Hier hast du LA. LA, scheiße. Oh, oh, oh. Hier hast du Mauern. Hier hast du noch eine Mauer. Hier hast du noch was. Hier hast du noch Handschuhe. Mein Game? Die pushen. Die pushen. Die moven, die moven. Nee, pushen nicht. Ah, der Lars so short. Make it down. Ah, der pusht rechts raus. Ja, hab ich Hit. Ich sehe seinen Kopf nicht. Vorsicht, hinter uns kann immer kommen. Achso, jetzt fliegt wieder. Bin Hit. Headshot, Headshot. Es geht weg. Ich versuche wieder vorzukommen. Kannst du ein bisschen. Er pickt wieder, er pickt wieder. Näher sie. Ja, aber da vorne ist doch ein Full Metal. Muss ne mit der. Ich mach mit der keinen Schaden von hier hinten.
komm mit C4. Vorne dran, vorne. Lass Mauern, lass Mauern. Ich glaube, ich glaube er ist. Wen? Schön, du hast den. Schnee, sie lebt dahinter noch. Ja, muss wollen. Ich sehe es, wenn sie sich pushen. Piekt rechts rum. Schnee, sie unten. Ah, fuck! Ich hab's verkackt, diese Scheiß-Ella! Habt ihr da was dead? Kann man da was looten? Ah, nee, einer an der Steinwall. Ja, aber an der Steinwall ist doch noch zwei. Heavy, full heavy Metal. Ich bin down. Headshot, ich nehm dein Kit, ich nehm dein Kit. Ich hab den Kit da. Ich war insta-dead. Kurz Ruhe jetzt. Bitte absolut Ruhe. Ach, komm schon! Wo kommt jetzt der mit der Spaß her? Sie kommt gerade auf den Hügel hoch. Über dir sind drei Leute. Da steht ein Mini. Wo? Über dir sind drei Leute. Ist sie nicht. Wir müssen gerade da irgendwo kommen. Ah, nee, warte. Doch. Bin dein Kit nicht. Wo? Ewig sie. Kannst du. Ah, vor mir. Nee, ich bin. Na? Noch einer, siehst du es? Ich seh's nicht. Ach komm schon. Hier mussten wir unseren Loose erneut eingestehen. Das war ziemlich moralbrechend. Und dein eigener Raid stand in weiter Ferne. Denn wie gesagt, der Server bestand eigentlich nur noch aus drei großen Teams, nachdem Käsekuchen geraidet wurde. Das neue Team, die SpongeBob-Truppe, so wie wir sie gerne nannten, raidete diese nämlich im vorherigen Clip. Der Eissee war nur eine Reaktion auf den zerstörten Scrappy und sie dachten, wir wohnen da. Da ein eigener Raid absolut undenkbar war, da wir nicht stundenlang farmen wollten, nur um eine irrsinnig riesige Base zu raiden, versuchten wir diesmal etwas anderes. Wir versuchten die SpongeBob-Truppe so lange zu provozieren, bis sie uns raiden, um diesen Vibe gebührend zu verabschieden. Ich hoffe, es trifft. Keine Ahnung, ob es trifft. Können wir gleich im Chat hören. Naked. Wir sollten gehen. Höher gemusst, aber weiter nach links, glaube ich wirklich. Mist, Himmel, da ist das wie schlecht. War so klar. Dann kann man nach Hause fliegen, hat nicht getroffen. Auch wenn das MLRS nicht getroffen hat, haben wir trotzdem unser Ziel erreicht. Sie kamen, um uns zu onlinen. Dafür geht auf jeden Fall nochmal ein riesen Dank raus. Also Onlines kriegt man eh ganz selten und mit einer voll equippten Base macht das richtig, richtig Spaß. Hallo. Wir hatten nur ein Problem, wir hatten keinen Stoff, somit auch wenig Spritzen. Und um das zu lösen, blieb leider keine Zeit mehr. Egal, der Online kam, so wie er kommen sollte. Nach einigen Fights an ihrer Raidbase ging es auch endlich los und ich hatte mega Bock drauf. Tut mir leid, wenn ich euch beleidigt habe, aber ich wollte euch baiten, Digga, Bilal, bist du's? Freilich. Bilal, bist du's? Ja, ich wollte dich bloß ein bisschen baiten. Danke für den Online, ich freue mich drauf. Aber wenigstens Vibe anständig beenden. Ah, ich bin doch da. Okay, dann doch nicht pinkeln. Oh, Entschuldigung, ich war komplett in die Richtung kaputt. Ich baue den wieder auf, wenn ihr könnt. Schnell. Ja. Alter, ich hatte ja richtig Glück gehabt. Da ist noch Baumaterial. Also, ihr müsst mir helfen. Ja, bau einfach. Nehmen wir dazu das Ding. Oh, meinst du? Sie kommen. Ja, es wird. Einer ist bei denen im Shooting. Der andere? Unknown. Compound ist geschlossen. Einer crossed walls nach links. Der hat einen Rocket Launcher am Rücken. Er wollte näher ran. Rechte Wall. Ganz rechts. Ja. Er will den Shooting Floor smoken, ja.
weit weg. Schöner Schutz. Auf deren Dach. Wollt mir, wenn ihr einen wichtigen killt, ne, dann probier ich's zu auf deren Dach, der die Tür befüllen. Hat der Rockets? Ja. Ich brauch jetzt die Tür von hinten. War das wieder? Ich brauch die Tür von hinten. Aber in dem Schubikloch hier. Da kommt der zweite. Oh, da kommt wieder Rocket. Ja, der schießt nur Flame. Er hat mich gehittet, lol. Der da oben. Ja. Ich krieg hier unten richtig Action, Freunde. Ja. Ich hab. Freunde, die reißen mir alles ein. Ich kann nichts tun. Okay, Torhäuschen verloren. Kompon verloren. Gut. Wir sind zu dritt hinter der Holzwall, also falls ich. Ja, hab die HV oben. Halt mir die HV drauf. Ja, ja, ja. Halt die HV drauf. Hinter der Holzwall. Oh. Ein Stück. Hinter der Holzwall, hinter der Holzwall. Einfach hinter die Holzwall knallen. Drei Stück sind da. Warte nach. Einer rechts geflankt. Freunde, seid ihr nicht am Shooting Floor? Ja, wir sind offen. Ja, natürlich sind wir offen, Freunde. Einer dead. Ach, Digga, ich kann nichts tun, ey, okay. Wo? Ja, direkt am Außen-TC, Freunde. Direkt am Außen-TC. Haut einfach eine HV unter den Außen-TC. 2 AP, let's go. Für ausspielen. Den haben wir noch? Ich hab keinen hier mehr. Ich auch nicht. Wir haben alle keinen hier mehr. Einer dead. Einer pusht. Schön, 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 schön. Der ist verbrannt. Ist jemand im Bedroom? Ah, oh, ich bin gesniped am Roof. Wo sind die? Wie weit sind die schon drin? Überall. Die haben Core schon. Mein Deck im Core. Komm rein. Noch einen. Fünf, vier, drei. Na, fuck! Okay. Ist jemand oben? Ist jemand oben? Ich bin da oben. Gerade. Wo oben? Ja, die sind zu fünf vor der Base. Noch, Junior, Junior, ich bin noch. Kannst du mich holen? Drei Leben, ich seh dich. Dreimal. Hier, hier, neben dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Komm. Hab ein Dead. Ich hab Kids, ich hab Meds und Kids. Im Body liegen Sachen. Ah, komm, er rocket mich. Ich muss hier raus aus dem scheiß Shooting Floor. Weil gleich wieder oben. Der Schuss kommt von unten. Ich hab gerade gedacht, komm noch ein Dead. Ich bin bei dir, ich bin bei dir. Ich brauch Baumaterial. Auf mich. Turret ist kaputt. Ja, komm noch ein. Noch einen. Mach weiter. Ecke hier draußen. Hab noch einen. Ich brauche jetzt Hilfe von euch. Ja, ich bin hinter dir. Ich bin One HP, One Hit. Fuck, ich war zu langsam. Wir werden jetzt gleich reinrushen wie die Irren. Ich geh auf die andere Seite, ich geh auf die andere Seite.
Ich hab erstmal eine Mauer, ich hab eine Mauer, die kommen gerade nicht rein. Nice, sehr gut, sehr gut. Ihr müsst weitermachen, ihr müsst weitermachen. Hier eine Mauer, hier kommt's vorbei. Nein, 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 ich sehe. Ihr müsst einfach nur beschießen, kill ziehen. Hab ein. Macht weiter, so gut ihr könnt. Ich hab Waffe unter dir liegt Waffe. Ich hab ne Rocket oder irgendwas. Hinter dir. Oh, Vorsicht. Ah, er hat mich, aber es ist zu erstmal. Ich bin hinter dir. Oh, das ist offen. Da ist er drin! Ja. Downed. Noch einer! Rocket, wie viel gemacht? Hab ihn dead. Ich werf deren C4 weg. Ich werf das einfach vor. Ah, scheiße, da ist noch einer. Da ist noch einer, Leute. Einer noch. Hab einen wieder hier. Ihr müsst ihn ablenken, sonst kann ich nicht bauen. Ja. Ach so. Cassie, Headshot. Cassie, müsste selbst sein Kopf holen. Da unten einer. Ich werde auch. Kann mich jemand dann hoch dienseln? Hochholen, ja. Ich hab gleich auch noch zwei Leben. Ja, ich hol dich hoch. Warte. Sammel. Ein Kids einsammeln, Freunde. Danke, passt schon, danke. Kids einsammeln. Da ist noch einer. Komm raus. Außen ist noch einer. Wenn jemand nicht sehen kann. Ah, komm! Außen noch einer im Compound. Im Compound. Hab einen dead. Hier, schau. Findet jemand. Haben wir Wände? Bin gerade dran. Ihr müsst mir Deckung geben. Ich versuch's, ich komm raus. Gib mir eine Sekunde. Ist zu. Ich komm links rum. Ist zu. Compound ist zu. Nice. Oh yes, we did it. Ich weiß nicht wie, aber wir haben es tatsächlich geschafft, diesen Raid zu defenden. Für viele von uns war das der erste online. Also quasi für Junior, für Jan und auch für Joel. Nur ich und Evie kannten uns da schon ein bisschen aus. Ich denke, für die Spielzeit, die einige unserer Mates hatten, für die Unterzahl, die wir waren, war es dann doch ein sehr erfolgreicher Vibe. Darauf auf jeden Fall ein Yes, das war big. Klar gibt es hier und da viel zu bemängeln, gerade was die Raid Defense angeht, aber ich meine, am Ende haben wir gewonnen, ne? Nach dem Raid unterhielten wir uns dann noch ein bisschen mit unseren Raidern und machten noch ein bisschen Blödsinn, denn auch sie wollten diesen toten Server so schnell wie möglich verlassen. Und damit sage ich dann auf Wiedersehen. Dankeschön, dass ihr mit dabei wart, Freunde. Und für alle, die bis hierhin gesehen haben, habe ich noch eine kleine Umfrage, beziehungsweise eine direkte Frage an euch. Momentan streame ich ja auf Twitch. Leider ist es hier relativ leer. Allerdings möchte ich nicht auf YouTube streamen, um den Suchalgorithmus nicht mit Livestreams zu blockieren. Also quasi nicht die Videos zu blockieren. Jetzt hatte ich die Überlegung, vielleicht sollte ich es so machen, dass ich quasi die VODs des Streams einfach nur für Kanalmitglieder zugänglich mache. Somit sind sie aus der Suche draußen und blockieren nicht die Videos. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir unten in die Videobeschreibung. Sonst denkt an euren Daumen und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, haut den Abo-Hammer raus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein!